Der FC Homburg im traditionellen grün-weißen Dress begann wie erwartet offensiv, kam aber nicht zum erhofften Torerfolg. Die Saarländer hatten insbesondere in der ersten Hälfte ihre Probleme mit den Gästen, die immer wieder gefährlich vor dem Homburger Gehäuse auftauchten. Hier prüfte Robbie Brace FC-Keeper Peter Eich. 3 Minuten vor dem Halbzeitpfiff konnte der Zweitligist doch noch jubeln. Sergio Maciel, vom überragenden Frank Lelle bedient, markierte mit einem 20-Meter-Schuss die 1:0-Führung für die Saarländer. Dies war auch der Pausenstand. Zufriedenheit bei den Spielern und den Fans. Homburg begann nach dem Pausentee forsch und kam dann ein ums andere Mal zu aussichtsreichen Torgelegenheiten. Simon verfehlte das Tor nur ganz knapp. Einer der auffälligsten Akteure war Steffen Korrell, der hier Muschinka in Szene setzt. Torsteher Markus Patt konnte Schlimmeres verhindern. Homburg wechselte in der zweiten Halbzeit gleich 6 Mal. Die Angriffslust der Saarländer wurde aber dadurch nicht gestört. In der 67. Minute wurden Homburgs Bemühungen belohnt, als Uwe Freiler eine Maßflanke von Frank Lelle zum 2:0 einköpfte. Es blieb bei diesem Resultat bis zum Schluss. Homburg steht im Finale, dennoch zur Euphorie gibt es von Seiten des Trainers keinen Grund. Ja, ich muss sagen, zunächst einmal, meine Mannschaft hat 3 Einheiten gestern hinter sich. Und ich bin froh, dass wir 2:0 gewonnen haben. Ich weiß, dass Koblenz ja knapp 2:1 nur verloren hat gegen Mainz. Und sie spielen einen Vorchecking, aber sie können es nicht 90 Minuten spielen. Und in der jetzigen Phase war es wichtig für mich, dass die Mannschaft gegengehalten hat und der Test ist bestanden.